Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Räderwechsel und das kann man natürlich entweder in einer Fachwerkstatt durchführen lassen, aber vielleicht auch privat tun. Und genau da ist die Frage, Ronny, was muss man beachten, wenn man das selbst machen möchte? Wichtig ist natürlich, bevor ihr das Fahrzeug aufbockt, kein Brett nehmen, zwischen Wagenheber legen und Schweller, sondern eine Gummiauflage, also definitiv irgendwas, was nicht wegrutschen kann. Wenn das wegrutscht und euch das Auto auf die Finger, auf die Füße fällt, kann grobe Verletzungen geben. Das wäre der erste Punkt. Mhm. Dann denke ich mal, sollte man Handschuhe anziehen, wenn ich mir deine Hände anschaue? Das ist ja, der zweite Tipp. Empfehlenswert. So sieht man nach einem Räderwechsel aus. Frank wird euch gleich die Bilder einspielen. Also Handschuhe anziehen oder man hat dreckige Hände. Wenn die Räder demontiert sind, nicht vergessen, Radnahen sauber machen, hier bildet sich Rost. Und es kann dazu kommen, dass wenn ihr eine Saison mit den Rädern gefahren seid, die Räder nachher nicht abbekommen. Der Rost wird natürlich immer mehr, von daher Radbürste, einmal Radnahen ein bisschen abdürsten, so dass wir hier im Prinzip den groben Rost schon mal entfernt haben. Und dann kann das Rad wieder ran. Wenn ich die Räder jetzt gewechselt habe, mache ich ja meine, in dem Fall Winterräder, möchte ich natürlich vielleicht zu Hause einlagern, vielleicht auch nicht. Welche Möglichkeiten habe ich da, was muss ich beachten? Also zu Hause einlagern ist natürlich, wenn man Platz hat, in Ordnung, keine Frage. Wichtig ist dunkel und wenn es geht nicht so warm lagern, nach Möglichkeit nicht übereinander legen, sondern für übereinander halt einen Felgenbaum oder halt hochkant, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwo stehend lagern die Räder. Luftdruck, meine Empfehlung, immer ein kleines bisschen erhöhen, ja, weil die Räder ja entweder, wenn sie stehen zum Beispiel, dass man ein bisschen den Luftdruck erhöht, kann nicht schaden, muss man halt nur dran denken, was ja aber zu jedem Räderwechsel gehört, dann hinterher den Luftdruck auch wieder anzupassen. Wichtige Sache, die wir nach dem Räderwechsel natürlich auch nicht vergessen dürfen, Reifendruck, wenn wir den ergänzt haben, hinterher auch im Fahrzeug neu abspeichern, sonst kommt natürlich eine Fehlermeldung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meine Reifen nicht markieren würde, also wo sie vorher dran waren, ist es egal, welcher Reifen, wenn er vorne links erst war, ob er dann hinten rechts ist oder sollte ich da irgendwo drauf achten? Egal ist es nicht. Es gibt ja auch laufrichtungsgebundene Reifen, das heißt, da gibt es eben linke und rechte Räder. Da muss man definitiv drauf achten. Grundsätzlich, sage ich mal, kann man sie auch tauschen. Na, früher wurde über Kreuz getauscht oder vorne hinten getauscht. Ansonsten Empfehlung unsererseits natürlich markieren. Das Rad immer daran, wo es dran war. Vorne hinten kann man natürlich irgendwann auch tauschen, aber im Endeffekt. Eine letzte Frage habe ich noch. Das wird ja oftmals auch in Fachwerkstätten oder Räderhotels angeboten, die Reifen auch mit zu wuchten. Warum mache ich das? Sehe ich eine Unwucht auch privat als Laie oder wie muss ich mich da verhalten? Eine Unwucht in den Rädern merkt man natürlich immer im Lenkrad. Ja, wenn die Unwucht zu groß wird, kann sich auch das ganze Auto aufschaukeln. Dadurch, dass die Räder ja benutzt werden, gefahren werden und der Reifen einen Abrieb hat auf der Straße, sollte man die Räder auch regelmäßig wuchten lassen. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, damit wir ein ruhigeres Laufverhalten der Reifen und Räder haben. Ja. Letzte Frage, Ronny, bei der Formel 1 braucht man für so einen
Räderwechsel, glaube ich, 3, irgendwas Sekunden. Ich weiß es nicht, ich habe es lange nicht mehr geguckt. Wie lange hast du gebraucht? Länger. Okay, in diesem Sinne hoffen wir, dass wir euch mit unseren Tipps ein bisschen geholfen haben. Räderwechselsaison, wir sind gerade mittendrin. Genau. Und falls ihr Fragen habt oder auch Hilfestellung benötigt, meldet euch gern bei uns. Gute Fahrt. Tschüss.